So, hallo meine Lieben, ich grüße euch alle, die wieder mit dabei sind. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ich hoffe, ihr konntet aus den letzten Legungen vom Februar einiges für euch rausziehen. Viele Sternzeichen, ich habe das mal so beobachtet, das ist wirklich immer abwechselnd. Mal gucken die einen mehr rein, mal die anderen. Lasse ich jetzt mal dahingestellt. Wir wollen uns jetzt mit dem Monat März beschäftigen. Einmal natürlich astrologische Informationen für vorher für euch und dann ja natürlich für eure einzelnen Sternzeichen, ganz klar. Und die Aszendenten natürlich nicht zu vergessen. Alle, die in irgendeiner Weise starke Mitstreiter, sage ich mal, haben in ihrem Geburtshoroskop, können natürlich dann jeweils unter den Zeichen auch nachgucken. Ich fange jetzt erstmal mit der allgemeinen astrologischen Kurzinformation an. Das gilt ja für alle Sternzeichen. Was steht an im März? Also am 2.3. haben wir erstmal den Neumond in den Fischen, was schon mal sehr, sehr gut ist. Das ist ein Glücksneumond. Hat viel oder verspricht auch viel mit Optimismus und auch Hoffnung. Mehr Freiheit wird es geben. Mehr Offenheit ist jetzt auch die Sache. Saturn spielt aber immer noch eine Rolle, sag ich mal. Und mahnt im Grunde genommen hier auch dann zur Besonnenheit. Das heißt, nicht gleich drauf los, nicht gleich aus den Vollen, sondern mit Verstand an die Sache rangehen. Auch wenn jetzt Lockerungen und so weiter bevorstehen. Mehr Freiheit einfach auch da ist, sag ich mal, auch hier bitte nicht blindlings drauf los, sondern sich wirklich genau überlegen, was man macht. Also mit Besonnenheit vorgehen, das ist nochmal der Tipp von mir. Ab 6.3. gibt es eine Energiewende, es wird sich ab 6.3. auch alles ein bisschen besser werden, man empfindet das auch so, dass es einem besser geht. Wie gesagt, vielleicht hängt es auch einfach mit dem Neumond auch zusammen, dass wieder etwas mehr Hoffnung, Optimismus besteht, dass wir dieses Jahr auch mit Corona, sag ich mal, ein bisschen besser in den Griff kriegen, dass die Zahlen zurückgehen, dass wir uns allgemein wieder draußen einfach ein bisschen freier bewegen können, dass wir Freunde, Verwandte wieder treffen können, dass wir wieder feiern können. Ich glaube, ne? Und den Frühling und den Sommer nachher einfach auch ein bisschen mehr genießen können, sag ich mal, als letztes Jahr. Wichtig ist ab 6.3. auch noch zu erwähnen, sag ich mal, dass man alles, was jetzt mit Freundschaften zu tun hat, dass es hier darum geht, sie zu pflegen. Auf jeden Fall die nächsten 6 Wochen mit Menschen, denen man vielleicht lange nicht in Kontakt getreten ist, wo man sich lange nicht gesehen hat. Ja, sich hier einfach wieder ein bisschen mehr drum zu kümmern. Vielleicht verspürt man auch einfach den Drang danach, dieses zu tun. Der Neptun ab 13.3., sag ich mal, ist, der dann auftaucht, ist für die Liebe gut. Eben aber auch, bitte Vorsicht, nicht die rosarote Brille aufsetzen. Aber da, liebesmäßig, könnte sich da einiges tun. Wie gesagt, ab dem 13.3. Aber bitte, ja, nicht mit Scheuklappen durch die Gegend laufen oder die rosa-rote Brille aufsetzen, ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern schon auch ein bisschen die Vorsicht walten lassen. Bis zum 27.3., sag ich mal, wird es vielen dann auch leichter fallen, sag ich mal, über Gefühle zu sprechen, alles was mit Gefühlssachen eben auch zu tun hat. Was einem vielleicht vorher schwer gefallen ist oder was man für sich behalten hat, bricht wahrscheinlich. Es kann sein, dass dann da dementsprechend was aus einem herausbricht. Auf jeden Fall fällt es einem dann leichter, über Gefühle zu sprechen. Wie gesagt, dann so bis zum 27.3. Dann haben wir 17.3., 18.3., sag ich mal, 18.3. kommt dann nochmal der Vollmond in der Jungfrau mit dazu. Der verspricht auch noch Heilung, Transformation. Wer das gerne möchte, kann an diesem Vollmond auch noch ein Manifestationsritual durchführen. Wer sich damit auskennt, wer spirituell da unterwegs ist, kann dies gerne tun. Das ist ja der richtige Vollmond dafür. Heilung in dem Sinne, dass wenn Gesundheitsfragen bis dahin, sag ich mal, vielleicht ignoriert wurden,
sich die nochmal anzugucken oder es ploppt ganz plötzlich etwas auf, was ja lange ein bisschen weggedrückt wurde, drücken wir es mal so aus, und dann aber auch dementsprechend wirklich behandelt werden möchte. Und da solltet ihr euch dann auch wirklich drum kümmern. Da werdet ihr große auch Chancen haben, sag ich mal, dass da eine Heilung herauskommt dann. Also dass auf jeden Fall gute Heilungschancen da sind, wenn ihr euch dann rechtzeitig drum kümmert. Es gibt ab 17.03. bis dann 25.03. für alle, sag ich mal, eine leicht kritische Phase, wo man auch ein bisschen finanziell aufpassen sollte. Auch was Unfall und Verletzungen angeht, also eigentlich auf allen Ebenen ist da ein bisschen Vorsicht geboten. Nicht, wie gesagt, blindlings drauf los und was kostet die Welt und jetzt ist alles, ne, Friede, Freude, Eierkuchen. Also wie gesagt, in der Zeit vom 17.03. bis 25.03. gibt es hier eine leicht kritische Phase, wo man in allen Ebenen auch ein bisschen einfach aufpassen sollte. Also gerade was Unfälle finanziell und so weiter angeht. So, das erstmal dazu. Ich komme jetzt gleich zu den Legungen. Ich habe heute, die ziehe ich dann jeweils vor, aus der Akasha-Chronik für euch jeweils eine Karte mit dabei. Von den Energy Oracle Cards, von dem schamanischen Seelenorakel, das packe ich alles so ein bisschen als Gesamtbotschaft zusammen. Das Cloudburst Oracle ist auch mit dabei. Dann haben wir noch das neue schamanische Traumorakel dabei. Das packe ich aber als Gesamtbotschaft so zusammen. Dann bekommt ihr für jetzt für nächsten Monat noch einen Zahlencode mit einer Affirmation, was das angeht, wer sie gerne nutzen möchte. Da komme ich aber, die ziehe ich auch speziell für euch dann in den jeweiligen Legungen auch drinne. Als Hauptbotschaften werde ich hier jetzt wieder die Kombination wählen zwischen, da ist in diesem Orakel, sag ich mal, Kartenset ist gemischt Lenormand mit dem Tarot zusammen. Das kennen viele, die meinen Kanal schon länger verfolgen, kennen dieses Kartendeck eigentlich auch. Das benutze ich auch sehr gerne, weil das eine schöne Mischung ist zwischen beiden Aussagesachen. Ich habe hier die Sanssouci-Cards noch als Klärungskarte und notfalls auch nochmal, wenn es wirklich sein muss, Lenormand-Karten. Allgemeine Tendenzen werde ich jetzt vorher diesmal nicht machen, sondern das ergibt sich dann, lasse ich lieber hier ein paar mehr Karten sprechen, welche Themen hier angesprochen werden sollen. Immer natürlich, denkt bitte dran, das sind allgemeine Legungen, kann und wird nicht unbedingt auf jeden zutreffen. Ich muss es jedes Mal wieder sagen, wenn ihr da spezielle Hilfe für euch braucht, Fragen etc., dann könnt ihr gerne über meine Webseite eine Legung buchen. Vom letzten Orakel, sag ich mal, habe ich noch so ein paar auch abzuarbeiten. Erstmal auch nochmal vielen, vielen Dank für das schöne Feedback von euch und dass doch einige für diesen Preis, sag ich mal, neugierig waren. Deswegen habe ich das ja auch gemacht. Ja, und da habe ich noch einige, habe ich schon abgearbeitet, einige werde ich noch abarbeiten. Und aber wie gesagt, ihr könnt jederzeit auch über meinen Kanal hier Legungen buchen. Das 10 Minuten für 10 Euro werde ich noch ein klein bisschen für euch laufen lassen, auch so jetzt als Frühjahrs Angebot für euch, sag ich jetzt mal so, für eine kurze Frage oder wenn euch etwas Bestimmtes beschäftigt, werde ich das momentan noch drinnen lassen. Irgendwann werde ich es natürlich rausnehmen, ist klar. Aber momentan habe ich mir überlegt, werde ich es noch drinnen lassen. Wir haben in den letzten Monaten alle, sag ich mal, sehr viel durch, sehr viel erlebt. Jetzt geht es wieder vorwärts und wir sollen, Optimismus kommt jetzt wieder und ja, auch für mich hoffe ich. Und ja, das soll es dann hier bis dahin erstmal gewesen sein. Und dann sehen wir uns jetzt gleich in eurer persönlichen Legung, beziehungsweise was euer Sternzeichen angeht. Bis gleich! So, hallo meine lieben Wagen und Waage-Aszendenten, ich begrüße euch. Ja, als erstes gucken wir mal in den Horoskopteil bei euch, was im März so los ist.
Liebe und Beziehung, ob da was Erwähnenswertes bei ist. Wir haben hier eine leicht kritische Phase noch bis 5. März. Das ist aber schon seit Februar andauernd. Das heißt, in der letzten Legung habe ich das auch schon erwähnt. Das sind Zeiten, in denen es zu Hause drunter und drüber gehen kann. Ein Projekt in eurem Heim kann sich als größer und schwieriger erweisen als gedacht. Zum Beispiel eine Renovierung oder ein Umzug. Vielleicht ziehen auch Kinder aus oder jemand zieht ein, irgendwie sowas. Oder auch mit den Vermieterinnen und Vermieter. Und es gibt viel Theater um Vereinbarungen, Hausregeln und darum, wer welche Aufgaben übernimmt. Also ihr müsst hier flexibel sein und nicht auf Bestimmregeln bestehen. Dann würde euch nur frustrieren. Wenn ihr es schafft, eine gemeinsame Linie zu entwickeln, könnt ihr die Aufgaben mit viel Energie zusammen stemmen. Und falls mehrere Geschwister eine Rolle spielen, erhaltet ihr wahrscheinlich Unterstützung des ältesten Kindes. Wir haben aber dann vom 6. bis 26. März wieder eine schöne Phase, Zeit für erotische Momente und kreative Ideen in der Liebe. Singles lernen jetzt mühelos tolle Leute kennen beim Sport oder wenn ihr einen geselligen Hobby nachgeht, könntet ihr fündig werden. Und wenn ihr am Ball bleibt, kann sich daraus auch eine längerfristige Beziehung entwickeln. Falls ihr Kinder habt, werden sie euch in dieser Zeit viel Freude bereiten und die Anstrengungen vom Februar sind vergessen. So, dann gucken wir mal Karriere und Finanzen. Aufbruchsenergie startet jetzt mit neuen Projekten durch, die auch Spaß machen und zwar ab 6. März bis dann in den April rein. Arbeit muss nicht immer zur Plage werden, sondern kann auch ein Ort sein, an dem man sich kreativ austobt. Jetzt könnt ihr den Dingen euren Stempel aufdrücken und eure täglichen Abläufe individueller gestalten. Diese Phase eignet sich auch für alle, die sich haupt- und oder nebenberuflich selbstständig oder ihr Hobby zum Beruf machen. Gesundheit, gibt es da noch was? Vom 6. März bis zum 1. April. Hier könnt ihr euch prima auftanken und vielleicht schon vor allen anderen mit dem Frühjahrsputz beginnen. Es sollte euch nicht schwer fallen, morgens aus dem Bett zu kommen und mit positiver Energie geladen in den Tag zu starten. Jetzt besonders gut, um fit zu werden und das Herz- und Kreislaufsystem zu boostern. Omega-3-Fettsäuren, Fisch sowie Gemüse wie Brokkoli und Grünkohl. Nur mal so als Tipp, meine Lieben. Ja, das war's für euch und gleich geht es dann mit eurer Legung weiter. Bis gleich. So, hallo meine lieben Waage und Waage-Aszendenten. Ich begrüße euch. Ja, da bin ich wieder. Ich habe jetzt schon ein paar Karten vorgezogen. Den Rest machen wir gleich zusammen. Für euch für den März. Denkt bitte dran, es ist eine allgemeine Legung. Kann und wird natürlich nicht auf jeden zutreffen, ist ganz klar. Spricht hier natürlich nur ganz bestimmte Leute an und wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht lange rumreden. Wir wollen jetzt gleich mal in die Legung reingehen, was hier jetzt schon für euch gefallen ist. Da gucken wir mal. Die machen wir gleich. Eine habe ich noch vergessen. Und zwar die Affirmation für euch für nächsten Monat zur Unterstützung. Für die Waage Geborenen. So, was ist da denn gefallen? Ich habe Mitgefühl für mich selbst und andere. 38761. Schreibt sie euch auf, auch dieses Symbol, was da unten bei ist. Legt sie euch unter das Kopfkissen, ins Portemonnaie, hängt sie euch irgendwo auf. Das ist so eine Affirmation für euch für nächsten Monat als Hinweis. Ich habe Mitgefühl für mich selbst und auch andere. So, dann wollen wir mal gucken, was hier gefallen ist. Ich lese sie jetzt alle auf einmal aus. Vom Seelenorakel ist gefallen der Regenmacher. Kommen wir gleich zu. Vom Mondorakel ist gefallen, Welten überspannen. Von der Akasha-Chronik ist die Freude gefallen. Und von den
Energy Cards ist gefallen, Victory. Das ist schon mal alles sehr gut. Also, dann haben wir noch vom Cloudburst Orakel einmal hier die Integrität, Zerstörungswut und der Hilfeschrei. Also, hier geht es einmal darum, etwas, ja, bei dem Regenmacher, wenn ihr euch dieses Bild, ich hoffe, dass ihr das einigermaßen sehen könnt, ich fahre es mal so dicht dran wie möglich, da geht es im Grunde genommen davon, aus eurem, also das, was in eurem Leben schon definitiv existiert, etwas Neues zu erschaffen. aber eben wirklich nur mit den Sachen, die definitiv schon da sind, die schon existieren. Ne? Und die Saat, die ihr vielleicht, die Pläne, die ihr im Kopf hattet, alles solche Sachen, sag ich mal, die dürfen jetzt eben aus euch hervorbrechen, die dürfen jetzt zur Umsetzung kommen, die dürfen jetzt in Angriff genommen werden. Aber wirklich nicht sich noch was Neues ausdenken, sondern wenn, dann nur mit den Sachen, die bereits definitiv schon da sind, die schon existieren. Und dieses Weltenüberspannen, da geht es darum, ein neues Kapitel aufzuschlagen, also auch sich praktisch neu zu erfinden. Die Zukunft hat begonnen. Balance wiederherstellen, da wo jetzt ein Ungleichgewicht herrscht. Es kann auch sein, dass du dich in zwei Welten, sag ich mal, wohlfühlst. Und da geht es jetzt hier drum, sag ich mal, nicht mehr im Alten stecken zu bleiben, sondern die Zukunft hat bereits begonnen für euch. Und da geht es wieder darum, sag ich mal, eine gewisse Balance oder eine Balance allgemein wiederherzustellen. Das macht ihr aber mit euch selber ab. Er sprecht nicht darüber oder erwartet Applaus oder sonst irgendetwas. Hier geht es um neue Ideen, dass ihr originell seid und nicht nur eine Kopie, sag ich, von dem, was ihr vorher wart, sondern euch hier wirklich neu zu erfinden. Also, dass da etwas komplett Neues, Originelles rauskommt. Das passt natürlich für mich hier schon mal alles wieder wunderbar zusammen. Dann haben wir hier die Freude von der Akasha-Chronik. Verbinde dich mit deiner Essenz innerer Lebensfreude und lächle mit jeder Zelle. Also für mich heißt das auch irgendwo, dass ihr, wie soll ich das sagen, irgendwo wahrscheinlich jetzt festgesteckt habt und irgendetwas ist jetzt passiert. Entweder ihr seid herausgefordert worden oder da ist eine Aufruhr in euch, so empfinde ich das jetzt hier. Und Victory ist definitiv ja das Zeichen, hier geht es um Sieg, um Erfolg, um Leistung, um Anerkennung steht bevor, dass ihr stolz auf euch sein könnt, dieses Neue, was da entsteht. Wunderbar. Hier geht es auch um die Integrität. Komm endlich zur Sache, du weißt doch, was getan werden muss. Deine Meinung anderer, die Meinung anderer ist an dieser Stelle unerheblich, denn du besitzt genug Weisheit, um das alleine zu entscheiden. Genau, ich glaube, hier geht es auch nicht viel jetzt um andere, sondern hier geht es wirklich um euch selber, dass ihr aus diesen alten Schuhen herausgewachsen seid und hier darf jetzt etwas Neues entstehen, deswegen sollt ihr euch auch neu erfinden. Wir haben hier noch die Zerstörungswut. Eine unschöne Nachricht raubt dir den Schlaf, aber je mehr du die Sache neu nun anfeuerst, umso stärker wirst du dich am Ende verbrennen. Das heißt, mit dieser Zerstörungswut ja, da solltet ihr natürlich ein bisschen mit aufpassen. Ne? Wir haben hier noch den Hilfeschrei. Um dich aufmerksam zu machen oder Hilfe zu erlangen, solltest du dringend deine Strategie ändern. Du bist im falschen Terrain unterwegs. Also ich glaube, dass ihr mit dem, was ihr bis jetzt getan habt, dieser Hilfeschrei, ich weiß es nicht, ob ihr es schon vorher ausgesendet habt oder auch nur für euch behalten habt,
eskaliert, glaube ich, jetzt in einer Zerstörungswut, wobei ihr euch natürlich verflucht aufpassen solltet, dass ihr euch nicht selber verbrennt. Hier geht es wirklich, ihr wisst eigentlich genau, worum es geht und was auch getan werden muss. Und hier geht es wirklich dabei, euch komplett zu ändern, ein neues Kapitel aufzuschlagen, das Alte hinter euch zu lassen, die Freude wieder durch am Leben zu lassen, auch zu euch selber, auch wenn ihr vielleicht herausgefordert wart oder ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es kommt mir so vor, dass ihr so hin und her gerissen seid. Das heißt, ihr fühlt euch eigentlich in zwei Welten zu Hause. Das Alte, was praktisch da war, diese Macht vielleicht auch, diese Integrität, die ihr auch gehabt habt, souverän dazustehen. Und auf der anderen Seite habt ihr euch aber jetzt in irgendetwas reinmanövriert, was irgendwas mit Zerstörungswut zu tun hat. Oder ihr euch herausgefordert fühlt, weil wenn man sich dieses Foto anguckt, dieses Bild anguckt, dann sitzt sie da im Bett, hat etwas in der Hand. Ich weiß jetzt nicht genau, was es ist, ob es ein Buch ist oder irgendwas, was sie gelesen hat. Sie guckt auch nicht gerade freundlich. Über irgendetwas hat sie sich hier geärgert oder sie ist herausgefordert werden und da entbrennt diese Wut eben, ne? Und ihr müsst aber aufpassen, dass je mehr ihr euch da rein manövriert, sag ich mal, je eher verbrennt ihr euch da nachher, die Datteln auf Deutsch gesagt. Je stärker wirst du dich am Ende selber verbrennen. Und deswegen heißt es hier auch Kehrtwendung, ne? Erfindet euch neu aus vorhandenen Elementen, das, was schon da ist, das Beste daraus zu machen, bevor es noch schlimmer wird. Und aus dieser ganzen Geschichte als komplett neuer Mensch, in Anführungsstrichen, hervorzugehen. Und zwar nicht nur als Kopie von vorher. Sprecht mit niemandem darüber. Vielleicht habt ihr auch die Möglichkeit, mit dem, was ihr vielleicht, sag ich mal, angefangen habt, das in etwas Gutes umzukehren. Ich drücke das mal so aus, weil die Affirmation ist ja hier auch, ich habe Mitgefühl für mich selbst und eben aber auch für andere. Ja, schwierig, ne? Das ist auf der einen Seite diese Freude mal wieder am Leben empfinden, sag ich mal, die innere Lebensfreude auch. Vielleicht ist die euch auch abhanden gekommen bei einigen von euch. Es ist so ein Hin und Her hier, habe ich so das Gefühl. Aber hier geht es darum, diese Balance wieder herzustellen, damit ihr selber auch wieder froh sein könnt. Ich gucke jetzt mal in die allgemeine Botschaft rein. So zerrissen kommt ihr mir vor, also diejenigen unter euch. Auf der einen Seite etwas Neues zu erschaffen, euch neu zu erfinden und auf der anderen Seite hängt ihr noch irgendwie so in dieser alten Welt herum, sag ich mal, die euch eigentlich auch gefällt. Aber die Vergangenheit ist Vergangenheit, da könnt ihr nichts mehr dran ändern. Ihr könnt jetzt nur noch die Zukunft ändern und da geht der Weg hin. So, für meine Wagen bitte. Hier geht es um einen Freund, hier geht es auch um Veränderung, Wandel. Ich gucke einfach mal weiter. Hier geht es um etwas erschaffen, sich etwas aufbauen, investieren. Es geht auf jeden Fall um etwas Größeres. Ihr bekommt ein Geschenk gereicht. Hier geht es um Versöhnung und um Hilfe anzunehmen. Meine Wagen bitte. Mit Liebe und Leidenschaft. Es geht um etwas, was ihr liebt, wo ihr voll hintersteht, wo ihr für verentbrennt hier, sag ich mal. Hier ist ein Neuanfang. Die Chancen werden euch gegeben, definitiv. Ihr müsst sie nur noch annehmen. Die Uhr tickt, meine Lieben. Die Uhr tickt. Hier sind aber auch Tränen, Traurigkeit, Belastungen, Krise, eine Krise jetzt momentan. Und hier geht es darum,
glaube nicht, dass es hier um eine Beziehung geht, sondern es geht hier um euch selber. Vielleicht habt ihr inzwischen selber festgestellt, was ihr da verzapft habt. Ich drücke es jetzt mal so aus, weil hier geht, ihr habt die Möglichkeit, die Chance, ihr bekommt die Hände gereicht, ihr bekommt hier ein Geschenk gereicht, einen Neuanfang zu starten, ihr bekommt Chancen. Und Vorsicht, es ist zu beachten, es könnte schon fast zu spät sein. Das heißt, jetzt ist die richtige Zeit, um hier einen Stopp zu machen und nicht in diesen Zerstörungswut-Wahn hinein zu verfallen. Das macht euch auch traurig. Vielleicht bereut ihr das auch schon, dass ihr das getan habt, aber vielleicht hattet ihr keine andere Möglichkeit. So stellt es sich für mich hier auf jeden Fall dar. Ihr wollt hier etwas Neues erschaffen. Es ist auch etwas, wo euch wirklich dran gelegen ist, sag ich mal. Es kann natürlich mit Beziehung sein, aber auf jeden Fall etwas, wo ihr eine Zugehörigkeit verspürt. Hier ist die Veränderung, der Wandel ist da. Es ist jetzt wichtig, dass ihr euch hier flexibel zeigt und nicht mehr an diesem alten, starren von früher, sag ich mal, festhängt. Sondern ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. So kommt es mir hier wirklich rein. Vielleicht auch habt ihr auch einen Freund, sag ich mal, der dieses, es kann aber auch, dadurch, dass dieser Mann hier, mir kommt es auch hier so vor, dieses männliche, dieses, ich weiß nicht, wie soll ich das ausdrücken, ins Handeln kommen jetzt. Es ist fast zu spät hier, ihr müsst jetzt was unternehmen. Ihr bekommt auf jeden Fall die Chance und die Möglichkeit geboten, hier etwas zu tun. Also hier ist definitiv in irgendeiner Weise eine Krise bei euch. Vielleicht habt ihr euch da auch selber rein manövriert. Es ist schwer für mich hier dahinter zu gucken, worum es hier geht. Vielleicht ärgert ihr euch auch über irgendetwas, über Menschen, über euer eigenes Verhalten. Konntet nicht anders. Gedanken. Nicht der erste, sondern der zweite Gedanke ist der richtige. Genau. Ungewöhnliche, unkonventionelle Wege gehen. Zeit für Entscheidung. Keine Angst vor Veränderung. Die Veränderung und der Wandel ist sowieso da. Daran könnt ihr sowieso nichts ändern. Ihr müsst jetzt in die Zukunft gehen und ihr müsst aus dem, was ihr jetzt praktisch habt, was bereits da ist und existiert, etwas Neues kreieren. Hier geht es auch um ein wohlgehütetes Geheimnis, ein dunkles Geheimnis, wo ihr vielleicht hinterkommt. Hier geht es um Diskretion, was ihr auch eben für euch behalten sollt. Ja, vielleicht wollt ihr auch irgendein Unrecht gut machen. Ist so ein bisschen euer inneres Leuchten wieder entdecken, dieses... Oh Gott, mir kommt das so vor, als wenn ihr, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ihr kämpft mit euch selber. Aber ich glaube, dass ihr da eine Kehrtwendung machen werdet. Weil ich habe hier eine Segnung erfahren oder sich auch gesegnet fühlen. Hier werdet ihr eine Begegnung haben. Ihr werdet dieses Glühen wieder, da kommt etwas aus der Dunkelheit hoch, wo ihr etwas Neues draus erschaffen werdet. Also ihr kommt dahin. Etwas, es liegt euch definitiv mit irgendetwas, hat was mit Leidenschaft zu tun, wo ihr seid leidenschaftlich verbrennt. Und das geht hier auch um etwas Größeres. Es kann auch um Arbeit gehen, um die eigene Firma, um etwas Größeres auf jeden Fall. Es geht hier nicht um Kleinigkeiten. Und das hat euch jetzt auch schon viel Kraft gekostet. Vielleicht wart ihr auch manchmal einfach überfordert damit. Aber hier geht es darum, Integrität zu zeigen. Also komm endlich zur Sache. Du weißt doch, was getan werden muss. Und deine Meinung
die Meinung anderer in dieser Stelle ist erstmal unerheblich. Wichtig ist jetzt praktisch, dass du das alleine entscheiden musst, weil es geht hier nur um dich. Du hast die Verantwortung zu tragen und dich hier nicht der Zerstörungswut hinzugeben. Dieser Hilfeschrei hat vielleicht auch noch keiner gehört, aber es wird vielleicht jetzt Zeit, sag ich mal, dass du das kundtust und dich dabei bei diesem Prozess selber neu erfindest. Das wird auch von Erfolg gekrönt sein, das bekommt ihr hin. Anders kann ich es hier jetzt wirklich nicht sagen. Es ist so ein Hin und Her gerissen. Ihr habt euch dann irgendetwas rein manövriert, wo ihr jetzt der Meinung seid, ihr kommt da. Und deswegen auch diese Wut, sag ich mal, ihr kommt da jetzt irgendwie nicht mehr raus. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Doch, hier kommt etwas in. Hier kommt jetzt etwas in Bewegung. Im März. Hier haben wir schon wieder das Geheimnis. Irgendetwas wird hier geheim und wir haben hier schon wieder die Fabrik. Es geht hier definitiv etwas um etwas Größeres. Also es hängt hier ganz viel von euch selber ab. Und hier geht es um ein Geheimnis und einen geheimen Bund. Ja. Ein wohlgehütetes Geheimnis, ein dunkles Geheimnis entdecken. Diskretion, unerschütterliche Verschwiegenheit und man rennt hier gegen Mauern. Vielleicht hat das auch mit anderen Menschen zu tun oder Organisationen zu tun oder. Aber hier kommt jetzt Bewegung rein. Und diese ganze Geschichte hier, dieses etwas Neues aufzubauen, das hat nur mit euch selber zu tun. Das könnt nur ihr selber entscheiden, was ihr daraus macht. Und ich glaube, dass ihr hier der Hirschkönig sagt mir, dass hier eine Segnung erfahren oder auch, es wird hier eine magische Begegnung. Irgendeinen Hinweis bekommt ihr, einen Wink von oben, ich kann das nicht anders sagen, dass es nachher euer Vorhaben von Erfolg gekrönt ist. Und zwar hat das mit Mitgefühl zu tun. Und es geht hier auch nicht immer nur um euch selber, sag ich mal, sondern auch um die Menschen, mit denen ihr zu tun habt. So kommt es mir hier rein, das kriege ich von oben so rein. Ob ihr da jetzt was mit anfangen könnt, weiß ich nicht. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein, aber so empfinde ich das jetzt hier. Aber das wird gut ausgehen. Ich glaube, dass ihr hier eine Kehrtwendung machen werdet. Ihr werdet euch hier ändern, ihr werdet irgendwas ändern. Hier wird ein neues Kapitel jetzt aufgeschlagen. Und das belastet euch auch sehr. Gut, ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen, meine Lieben. Wenn ihr da noch weiter Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne mich nochmal speziell befragen. Und ich glaube, ihr bekommt das hin. Das scheint etwas schwerwiegend, also wirklich etwas Wichtiges, Großes zu sein, sag ich mal hier, das, was hier erschaffen werden soll. Mehr kann ich da jetzt echt nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr könnt da in irgendeiner Weise etwas mit anfangen. Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Prinzessin der Kelche.